Sieben wichtige Änderungen für Rentner im Monat September 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich schon in die Änderungen einsteige, zwei ganz wichtige Informationen, die sozusagen wirklich taufrisch sind, die frisch reingekommen sind aus dem Online-Äther des großen Internets. Zum einen, Friedrich Merz hat gesagt, mit ihm gibt es keine Rente mit 70. Das ist eine ganz wichtige Information. CDU wird keine Rente mit 70 mitmachen. Ob das Bundestagswahlkampfgeplänkel ist, das weiß ich noch nicht. Dazu habe ich einen extra Beitrag geschrieben, auf rentenbescheid24.de veröffentlicht. Und auch die zweite Information, auch ganz wichtig: Hubertus Heil hat einen Gesetzesentwurf für die Arbeit von Rentnerinnen und Rentnern im oder nach dem Ruhestand gemacht. Also es geht da um die Erleichterungen und zum Beispiel für die Rentenaufschubsprämie und so weiter. Dazu werde ich auch noch einen extra Beitrag machen, auch noch ein extra Video machen. Also einfach dranbleiben. Neueste Information, es tut sich was in Sachen Rente. Ja, und steigen wir einfach ein in die erste Änderung. Ich habe hier wieder was für Sie vorbereitet. Und zwar die erste Änderung, der Ablauf Steuererklärungsfrist für das Jahr 2023. Das ist für Rentnerinnen und Rentner, die keinen Steuerberater, keinen Lohnsteuerhilfeverein haben oder keinen Rechtsanwalt haben, der eine Steuererklärung für Sie abgibt, extrem wichtig. Ablauf der Frist wäre eigentlich der 31.8. Das ist ein Samstag. Aber das Gesetz sagt, an einem Samstag laufen keine Fristen ab. Deshalb Fristablauf 2. September 2024. Das ist ein Montag, meine Damen und Herren. An diesem Tag bis einschließlich 23:59 Uhr können Sie bei Ihrem zuständigen Finanzamt Ihre Steuererklärung abgeben. Bitte nicht vergessen, auch die notwendigen Nachweise, Papiere, Unterlagen und so weiter abgeben, wenn es online nicht möglich ist, wie immer in dem klassischen Briefumschlag. Ansonsten nutzen Sie ein entsprechendes Steuererklärungsprogramm. Da gibt es ja wirklich ein paar wirklich Also gibt es wirklich ein paar ganz gute Programme im Angebot. Ja, dann die zweite Änderung im September 2025, auch ganz wichtig, hängt auch wiederum mit Steuererklärung zusammen, aber diesmal im Zusammenhang mit Grundrente. Viele Rentnerinnen und Rentner sind nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben und wundern sich leider immer mehr, dass am Jahresanfang entweder der einmal bewilligte Grundrentenzuschlag gekürzt wird oder sogar nicht mehr ausgezahlt wird. Das hängt mit dem zu versteuernden Einkommen zusammen, welches die deutsche Rentenversicherung entweder über die Finanzämter erfasst oder aber selber aus eigenen Unterlagen herausfiltert. Und deswegen kann ich nur empfehlen, und das sagt auch der Lohnsteuerhilfeverein Bayern, der rät, Steuererklärung für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 freiwillig abgeben. Denn an den Grundrentenzuschlag wird zu versteuerndes Einkommen angerechnet. Und Fristablauf für den Abruf der Finanzdaten durch die Rentenversicherung ist der 31.10.2024. Und deshalb sage ich, bitte im September nach einer eingehenden Prüfung die entsprechenden Steuererklärungen abgeben, denn durch die freiwillige Steuererklärung kann die Höhe des zu versteuernden Einkommens natürlich beeinflusst werden. Es kann sinken, wenn Sie die entsprechenden Dinge absetzen, die Sie vorher nicht abgesetzt haben oder wo Sie keine Steuererklärung gemacht haben. Und damit kann es sich auch positiv auf die Höhe Ihres Grundrentenzuschlags auswirken. Und es gibt sogar Fälle, die dann aufgrund einer solchen freiwilligen Steuererklärung letzten Endes sogar erstmals einen Grundrentenzuschlag erhalten. Also das bitte nochmal beachten. Ja, dann die dritte Änderung, die ist wirklich hat es in sich, und zwar die drei Landtagswahlen im Osten stehen an. Sachsen, Thüringen, Brandenburg wählt einen neuen Landtag. Sachsen und Thüringen ist am 1.9.2024 dran, Brandenburg am 22. September. Ja, und da stellt sich natürlich die ganz große Preisfrage: Ist die Ampelregierung nach diesen drei Landtagswahlen erledigt? Nach den ersten oder nach aktuellen Umfragen, ARD zum Beispiel, Wahlumfrage oder INSA oder andere Institute, sieht es wohl so aus, dass die Grünen, die Linken, die FDP und die SPD massive Verluste einfahren wird.
So die Prognosen. AfD, Bündnis Sahra-Wagenknecht und die CDU werden dazu gewinnen. Und es kann sein, dass es massive Verwerfungen in der Regierungsarbeit und in der politischen, auf der politischen Ebene geben kann, dass wir also hier etwas erleben, was wir sozusagen noch nicht hatten, meine Damen und Herren. Und das hat dann auch wiederum möglicherweise Auswirkungen auf die Ampelregierung, ob die Ampelregierung dann nach den Landtagswahlen wirklich noch so weitermachen kann. Ich weiß es nicht, aber viele Menschen wünschen sich ja in Deutschland, dass die Ampelregierung endlich zurücktritt. Ja, meine Damen und Herren, die vierte Änderung in diesem Zusammenhang, auch mit den Landtagswahlen genannt, die Sommerpause im Bundestag endet. Der Bundestag tritt am 9. September 2024 zur ersten Lesung wieder zusammen. Und zwar ist für diesen Tag oder für dann die Folgetage die Haushaltsdebatte vorbehalten. Und es wird eine sehr, sehr heftige Debatte um den Bundeshaushalt 2025 erwartet. Die Frage ist, ob es die Ampelregierung dann überhaupt noch zu diesem Zeitpunkt geben wird. Das weiß ich nicht. Eines ist klar, Hubertus Heil hat es bekannt gegeben von der SPD, der Sozialetat in seinem Ministerium alleine nur für den Zuschuss der gesetzlichen Rente beträgt. Also nur für diesen Zuschuss, Bundeszuschuss, gesetzliche Rente für das Jahr 2025, sage und schreibe 121 Milliarden Euro. Das sind gigantische Zahlen, meine Damen und Herren. Ja, dann die fünfte Änderung, Zahltag Rente im September 2024. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, Entschuldigung. Der Zahltag der Rente, das wissen Sie, ist ja für die meisten Rentenempfänger wirklich extrem wichtig. Es geht darum, dass pünktlich das Rentengeld auf dem Konto ist, denn es müssen Rechnungen bezahlt werden, Miete, Autokredit und so weiter und so fort. Ja, und wir erwarten dann den Zahltag für die vorschüssige Rente für den September 2024 am 30.08.2024. Das dürfte ein Freitag sein. Vorschüssige Rente meint die Rentnerinnen und Rentner, deren Renten vor dem 01.04.2004 begonnen haben. Die erhalten am 30.08.2024 für den September 2024 die Rente vorschüssig gezahlt. Ja, und die größere Gruppe der Rentnerinnen und Rentner erhält am 30.09.2024, das ist ein Montag, wenn ich mich nicht täusche, ihre Rente dann für den laufenden Monat September 2024 genau an diesem Tag ausgezahlt. Bis 23.59 Uhr muss das Rentengeld auf den Konten der entsprechenden Rentnerinnen und Rentner dann eingezahlt sein. Ja, meine Damen und Herren, jetzt die sechste Änderung. Diese Geburtsjahrgänge können ab 01.09.2024 erstmals in Rente gehen. Das kennen Sie auch schon aus meinen anderen Videos. Zu diesen ganzen Änderungen in den Monaten starten wir wieder mit der Regelaltersrente, gerne auch reguläre Rente genannt. Dort können die Geburtsjahrgänge von 2.8.1958 bis einschließlich 01.09.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres im September oder ab September 2024 erstmals in Rente gehen. Wir brauchen als weitere Voraussetzung 5 Jahre Wartezeit, das nennt man allgemeine Wartezeit, und diese 5 Jahre bestehen aus Beitragszeiten. Dann die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie erstmals mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen können. Da starten wir mit den Geburtsjahrgängen vom 2.8.1961 bis einschließlich 1.9.1961. Diese Menschen können dann, wenn sie 35 Jahre Wartezeit haben, mit 12,6% Abschlag ab dem 1.9.2024 in die vorgezogene Rente, Ruhestand gehen oder gerne auch Rente beziehen und weiterarbeiten, so wie es geht und so wie Sie es möchten. Dann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das ist bei diesen Geburtsjahrgängen diesmal ein Sonderfall. Und zwar können die Geburtsjahrgänge vom 2.12.1962 bis 31.12.1962 erstmals ab 1.9.2024 in Rente gehen. Die Geburtsjahrgänge ab dem 01.01.1963 können erstmals dann zum 1.11.2024 in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. 35 Jahre Wartezeit brauchen wir zu Beginn der Rente und natürlich den Grad der Behinderung. Was fällt Ihnen auf?
Es fehlt der Monat Oktober. Das heißt also, es gibt ja einen Sprung in dem Rentenzugang für den Anstieg des Lebensalters. Die Altersgrenze erhöht sich nämlich nach den Vorschriften des SGB VI auf 61 Jahre und 10 Kalendermonate für die Geburtsjahrgänge ab dem 01.01.1963. Bei den Geburtsjahrgängen vom 2.12.1962 bis 31.12.1962 war der Rentenzugang noch oder ist der Rentenzugang noch möglich mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonate. Dass Sie sehen, da fehlen also zwei oder da steigt das an um 2 Monate. Deshalb ist der Rentenzugang für die Geburtsjahrgänge 01.01.1963 nicht der 1.10.2024, sondern der 1.11.2024. Ja, meine Damen und Herren, dann meine Lieblingsaltersrente. Das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die Betonung liegt auf besonders und die können die Geburtsjahrgänge vom 2.4.1960 bis zum 1.5.1960 können erstmals ab dem 1.9.2024 in Rente gehen und zwar mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate. Nichts ist es mit 63, das gibt es bei dieser Rente gar nicht mehr. Lassen Sie sich da also bitte nicht wirr machen. Und wir brauchen natürlich 45 Jahre Wartezeit und diese Rente hat naturgemäß keinen Abschlag. Diese Rente ist, da sie ja meist 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze bezogen wird, dann auch noch etwas geringer, als wenn sie zum Beispiel noch 2 Jahre arbeiten würden und dann später in die Regelaltersgrenze gehen würden. Ja, last but not least die siebte und letzte Änderung und zwar der Zahltag für den Rentenzuschlag bis 7,5%. Sie kennen das ganz, ganz große Diskussion. Ab Juli 2024 gibt es ja für rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner wegen EM-Renten, hinterbliebenen Renten oder nachfolgenden Altersrenten einen Zuschlag in Höhe von 4,5 oder 7,5%. Und dieser Zuschlag wird aufgrund der Vorschrift des Paragraph 307j SGB VI hier als extra Rentenzuschlag zur laufenden Rente gezahlt. Erstmals wurde das gezahlt im Zeitraum vom 10.07.2024 bis 20.07.2024 und der Zahltag für den September 2024 für den Zuschlag ist genau wiederum in diesem Zeitraum und zwar vom 10.09.2024 bis 20.09.2024 muss dieser extra Rentenzuschlag bis maximal 7,5% auf die Konten der entsprechenden Begünstigten eingezahlt werden. So steht es im Paragraph 307j Absatz 4 SGB VI, Sozialgesetzbuch Nr. 6, das ist das gesetzliche Rentenrecht, geschrieben. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu den 7 wichtigen Änderungen im Monat September, die wirklich auch für Rentnerinnen und Rentner wichtig sein können. Es gibt sicherlich wie immer noch mehr wichtige Änderungen, die für Sie vielleicht auch wichtig sein könnten. Aber meine Damen und Herren, wir haben immer den Fokus auf das Thema Rente und deshalb können wir hier oder werden wir hier nicht alles, was für Sie wichtig an gesetzlichen Änderungen sein könnte, erfassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Einen entsprechenden Beitrag habe ich auf rentenbescheid24.de veröffentlicht und werde das dann auch in dem Videotext und dem entsprechend verlinken. Und dann können Sie das alles nochmal in Ruhe nachlesen, was ich hier im Video gesagt habe. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ciao.